بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, ist zu dir die Geschichte der Überdeckenden gekommen. Die einen Gesichter werden an jenem Tag demütig sein, sich abarbeitend und von Mühsal erfüllt, einem sehr heißen Feuer ausgesetzt und aus einer siedenden Quelle zu trinken bekommen. Es wird für sie keine Speise geben, außer aus trockenen Dornen, die weder Fett machen noch gegen den Hunger nützen. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Die anderen Gesichter werden an jenem Tag wonnig sein, mit ihrem Bemühen zufrieden und in einem hohen Garten, worin sie keine unbedachte Rede hören. Darin gibt es eine fließende Quelle, darin gibt es erhöhte Liegen und hingestellte Trinkschalen und aufgereihte Kissen und ausgebreitete Teppiche. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Schauen Sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind, und zum Himmel, wie er emporgehoben worden ist, und zu den Bergen, wie sie aufgerichtet worden sind, und zur Erde, wie sie flach gemacht worden ist. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. So ermahne, du bist nur ein Ermahner. Du übst nicht die Oberherrschaft über sie aus. Wer sich aber abkehrt und ungläubig ist, den straft dann Allah mit der größten Strafe. Gewiss, zu uns ist ihre Rückkehr. Und gewiss, hierauf obliegt uns ihre Abrechnung.